Was mich immer so fasziniert an deinen Büchern und an deiner Erzählweise, da ist immer ein Schuss Ironie drin. Liegt das bei dir im Blut oder also denkst du überhaupt nicht großartig darüber nach? Passiert sowas einfach bei dir beim Schreiben? Oder sind diese Gags vorprogrammiert? Ich weiß gar nicht. Also, sobald ich was schreibe, kommt was Kriminelles dabei raus. Und sobald ich mich an das Thema Krimi wage, ist fast auch immer eine Portion Humor dabei. Ich mache einige Ausnahmen. Jetzt habe ich gerade einen Kriminalroman veröffentlicht. Der ist richtig bierernst. Das muss man zwischendurch einfach mal machen. Und wenn das aber vorbei ist, dann wird es wieder heiterer. Also das kommt unwillkürlich. Also ich suche auch nicht diese Tücken, die meinem Hauptdarsteller immer wieder das Beinchen stellen, sondern die ergeben sich einfach aus der Situation heraus. Mir passiert sowas auch. Du hast einen Großteil deiner Schulzeit in einem Internat verbracht. Wie hat dich diese Zeit geprägt? Das war so eine Zeit, in der konnte man sämtliche künstlerischen Neigungen ausleben. Also es gab viel Zeit, die ich mit Mitschülern zusammen verbracht habe, also im Grunde genommen den ganzen Tag rund um die Uhr. Und jeder hat so seine speziellen Neigungen und Fähigkeiten. Und ich war zum Beispiel in einer Klasse, das waren alles baumlange Sportler, die machten alle Basketball und ich war der Kleinste und Jüngste. Ich hatte also kriegte beim Sport überhaupt keine Schnitte. Ich war auch jetzt nicht handwerklich irgendwie unheimlich begabt. Das heißt also der Werkunterricht oder das Fotolabor, also was fiel bei mir aus. Und ich habe mich aufs Schreiben und Zeichnen verlegt. Und da das so eine Sache ist, die relativ wenig Leute gerne machen, hatte ich so ein Orchideendasein irgendwie so ein bisschen. Und das kommt aber ganz gut an. Also zum Beispiel Karikaturen zeichnen von Lehrpersonen ist, da hat man sofort, ist man der Kick. I have heard among this clan, you are called a forgotten man. That's what they say about me. Did you ever? What a swell party this is. And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love? Sounds like one of your soap operas, man. They try. Tune in tomorrow. What a swell party this is. What frails, what frogs, what bronze, what pearls, what rocks. They're beautiful. I've never seen such gaiety. Neither have I. It's always gay, hey, really, yeah. This French champagne. Domestic? So good for your brain. That's what I was gonna sing. You're a brilliant channel. Thank you. Pick up, Jack. But please don't eat that glass, my friend. Have you heard about dear Blanche? Got run down by an avalanche. No. Oh, she's a game girl. She got up and finished fourth, yeah. The kids got guts. Take your time, grab a line. Have you heard that Mimsy star? She what? Got pinched in the ass. Sauced again? She was stoned. I hope so. Me too. What a swell party this is. Ja, handwerklich nicht begabt, meine ich, so in Bezug auf Schnitzarbeiten, Drachen basteln, Fackel, Laternen für St. Martin und sowas. Sowas nicht. Wie aber künstlerisch schon. Wie kam es denn jetzt zu dieser Maler- und Lackiererausbildung? Ich habe nach dem Abitur ein Kunststudium ins Auge gefasst in Köln und musste dazu nun wiederum ein Praktikum in irgendeinem künstlerisch gearteten Betrieb absolvieren und bin bei einem Schildermaler hängen geblieben. Und wie das so ist, wenn man 13 Jahre die Schulbank gedrückt hat und dann plötzlich mal richtig handwerklich also richtig tätig werden kann. Das heißt, ich habe dann Wände bemalen dürfen. Ich habe hunderte von Obstschalen auf Gemüse-LKWs gemalt und sowas.
Und das hat mir Spaß gemacht, also wirklich zu arbeiten. Und dann habe ich sehr schnell über diese Geschichte den Gedanken an dieses Studium verworfen. Und habe dann gesagt, nö, jetzt mache ich erstmal eine Lehre und bin dann Maler-Lackierer geworden. Hast du den Job dann hinterher noch ausgeübt? Ich habe noch eine ganze Zeit lang selbstständig als, naja, als Grafiker gearbeitet, mit Schwerpunkt Karikatur. Ich habe, so wie ich immer gezeichnet habe, auch zu Schulzeiten schon, habe ich auch immer geschrieben. Nur das mit der Zeichnerei ist natürlich eine Geschichte, die schneller ruchbar wird und mit der man auch schneller Erfolg ernten kann, sprich Mitschüler schon. Mit dem Schreiben, das ist eher so unter ferner Liefen da abgehakt worden. Aber geschrieben habe ich auch immer schon und ich habe auch immer den Wunsch gehabt, mal irgendwann über kürzere Geschichten hinaus einen fertigen Roman hinzukriegen. Also etwas, was über 100 Seiten hinausgeht. Und da gehört aber nun wieder Disziplin und Ehrgeiz und Fleiß dazu. Das ist mir manchmal nicht so gegeben, sag ich mal so. Und ich glaube, ich hätte heute noch keinen Roman fertig, wenn ich nicht irgendwann diesen halbfertigen Roman einem gewissen Jacques Berndorf zu lesen gegeben hätte. Der dann daraufhin sagte, das ist klasse, das machen Sie mal bitte weiter. Ja, gab es dafür reale Vorbilder für die beiden? Oder? Also bei vielen Dingen, die Herbie passieren, schöpfe ich aus meinem reichen Fundus an eigener Erfahrung. Also so Fettnäpfchentreterei ist ein Hobby von mir. Ach, ja. Und das kann vielleicht auch der ein oder andere nachempfinden. Auf die Idee gekommen, diese beiden schrägen Figuren ermitteln zu lassen. Also Herbie hat ja jemanden neben sich gehen, den keiner sehen kann, den großen, fetten Julius. Auf diese Idee gekommen bin ich während eines Spaziergangs durch die sommerliche Innenstadt von Euskirchen, durch die Fußgängerzone. Es war wahnsinnig viel los und ich habe mich auf den Platz gesetzt und glaube, Kaffee oder getrunken oder ein Eis gegessen und habe mir die Leute so angeguckt, wie ich das sehr gerne und oft mache. Und habe festgestellt, dass eine ganze Reihe von Menschen in ein tiefes, angeregtes Gespräch verwickelt war mit jemandem, der nicht zu sehen war. Also Leute, bei uns in der Eifel sagt man der Ekalhale, also sich mit sich selbst unterhalten oder mit jemandem Unsichtbarem. Und da habe ich gedacht, das ist ja interessant. Jetzt müsste man sich vorstellen, da sitzt jemand daneben, den man nicht sehen kann. So kam es. Es ist so ein bisschen die Mein Freund Harvey-Nummer, auf den Krimi übertragen. Auch dazu ein, ja. Ja, und gleichzeitig ist das natürlich das Strickmuster, das Cohn-Deutsche Strickmuster, oder viele Autoren haben das verwendet. Wir haben den Detektiv und wir haben den Atlatus an der Seite. Mhm. Also hier ist das auch so ein bisschen darauf übertragen. Es ist ein Duo. Nur ist der Herbie nur wirklich nicht der Klügste von den beiden. Also er ist nicht das Überhirn. Ja. Der Julius nicht der Freundlichste. Julius nicht der Freundlichste und nicht der Ergebenste und Servilste, genau. Ralf, nach mehr als 10 Jahren endlich wieder Herbie Feldmann als Protagonist in einem deiner Krimis und dann so super. Hat lang gedauert. Ne? Ja. Wie kam es auf die Idee? Ich habe mal eine Kurzgeschichte geschrieben, da ging es um einen abgehalfterten Schlagerstar. Da habe ich immer gedacht, das ist so eine interessante Typ, also diese Figur, Teddy Marco ist es jetzt in diesem Roman, den möchte ich mal gerne noch so ein bisschen länger behandeln. Und dann dachte ich, ach, das wäre doch mal eine schöne Sache, einen Herbie Feldmann Roman daraus zu machen. Und da der Herbie mir sehr gefehlt hat all die Jahre, war jetzt der Zeitpunkt gekommen, um dann nochmal darauf zurückzugreifen. Ja, man hatte so den Eindruck, dass der da unwahrscheinlich viel Spaß beim Schreiben auch eine Rolle gespielt hat, weil der Herbie Feldmann, so wie er diesmal dargestellt wurde, der war voller Power, der war voller Witz, auch natürlich Julius wieder. Man hat so den Eindruck gehabt, du hattest drauf gewartet, endlich mal wieder Herbie Feldmann zu machen. Ich glaube ja. Und es ist mir, also rückblickend kann ich sagen, dass ich, glaube ich, keinen Roman so schnell fertiggestellt habe im Kopf und dann auch geschrieben habe wie den. Und es ist soweit, also der Roman ist ja auf dem Markt und ich bin aber jetzt schon dabei, wieder einen weiteren Herbie Feldmann zu schreiben. Also jetzt bleibe ich auch erstmal wieder dabei. Also kann man damit rechnen, jetzt wieder die ganzen Fans von Herbie Feldmann, es wird wieder neue Sachen geben? Ja, auf jeden Fall. Also der ist mir auch nicht entfremdet. Es gibt ja manchmal so Figuren, die verliert man dann für ein paar Jahre aus dem Blick und dann
versucht man wieder anzuknüpfen und das funktioniert aber manchmal nicht so richtig. Aber beim Herbie und bei Julius ist es eben so, ich habe den Eindruck gehabt, ich habe so alte Bekannte wieder getroffen und wir haben uns viel zu erzählen. Jetzt ist natürlich für die Leser besonders interessant, ohne jetzt einen Spoiler-Alarm auszulösen, du hast diesmal Oliver Buslau in der technischen Beratung gehabt. Ja, es geht ja um Musik, das kann man ruhig erzählen, das fängt ja schon an mit diesem Schlagerstar. Und Musik ist aber so ein Thema, das sich durch den ganzen Roman durchzieht. Und es geht auch um klassische Musik. Und da gibt es eben in der Krimi-Autorenschaft keinen, der sich besser auskennt als Oliver Buslau. Klare Sache. Eine Frage, gab es dieses Stück oder gab es nicht? Welches Stück? Okay. Wie gesagt, wir machen jetzt keinen Spoiler-Alarm. Ja. Es ist aber auf jeden Fall lesenswert, dieser neue Herbie Feldman, und es werden neue kommen. Auf jeden Fall. Du hast doch auch mal als Karikaturist gearbeitet. Ja, das war so meine selbstständige Phase. Das habe ich fast 10 Jahre gemacht. Ich hatte zuerst ein kleines Ladenlokal in Euskirchen, meiner Geburtsstadt, wo ich gesessen habe und Karikaturen gezeichnet habe und Porträts und überhaupt künstlerische Arbeiten aller Art, so auf Auftrag. Und habe für Zeitungen gearbeitet, Karikaturen gezeichnet und ganz viel als Schnellzeichner auf Veranstaltungen. Das war eine ziemlich stressige Sache. Hat jemand Papier? Das war eine ziemlich stressige Sache. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich war von der Firma engagiert und muss dann da 3 Tage lang am Messestand stehen und muss jeden zeichnen, der da langkommt. Egal, ob interessant oder nicht. Ja, das. Jetzt versuche ich gerade, dass der Frank mal 2 der Karikaturen, die wir auf unserem Textblatt haben, mal in die Kamera kriegt. Kriegst du es rein? Ja, ist ja prima, super. Ja, heute mache ich noch die Cover selber. Aber für alle? Mittlerweile für alle, ja, durch den Verlag. Aber sowas mache ich dann noch, ja. Syndikat, das ist die Bande, die heute feiert in dem Saal. Fiese Typen, schräge Mädels und Geschichten von Moral. Sehr schön. Ja, danke. Der Pastor schwimmt, ja, fein zerstückelt in der Brühe im Kanal. Und man fragt sich, wer macht sowas? Das darf nur das Syndikat. Weiber mögen gerne giftig auf die Kline schreien. Die Motive, die sind triftig, wisch schon weg im Syndikat. Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Friedrich Glauser und Rex Stout sind die Arten unseres Genres, oft kopiert und oft beklaut. Und im Garten hinterm Hause zwischen Rüben und Spinat ragt ein Händchen in die Höhe. Das war auch das Syndikat. Wenn der Ringer falschen Fingern dir die große Liebe raubt, mach den Liebsten
Dankeschön. Danke sehr.